Ja, hallo vom Minoritenplatz. Hier ist die Demonstration, die Großdemonstration, muss man auch sagen, hier gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Man hat ja um 18.15 Uhr begonnen und man kann das hinter mir schon gut erkennen. Es ist alles aufgebaut und vorbereitet. Orchestriert wird die Veranstaltung hier von der jungen Generation der SPÖ, aber es sind auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen hier. Punkt 1. Derzeit sind nicht zigtausende unterwegs, es sind 40.000 sind per Flugzeug evakuiert worden in Drittstaaten. Die Amerikaner zum Beispiel, die eigentlich den Löwenanteil zu tragen hätten bei dieser Evakuierung und bei der Aufnahme von Afghanistan-Flüchtlingen, machen das so, die bringen die Flüchtlinge in sogenannte Transitlager in vielen Staaten auf dieser Welt. Eines davon ist in Ramstein auf einer US-Basis in Deutschland. Dort checken sie alle Leute, die ausgeflogen werden, wirklich durch. Und erst wenn klar ist, wer ist unter diesen Flüchtlingen, dann sagen sie, okay, sie dürfen nach Amerika und sie dürfen nicht. Österreich kann da bei diesem Konzert momentan gar nicht mitspielen, weil wir können nicht nur nicht abschieben nach Afghanistan. Wir können nicht mal die eigenen Leute ausfliegen. Wir können auch nicht ausfliegen, weil unser Bundesheer mit der Herkules da nicht unterwegs ist in Richtung Afghanistan, weder in die eine Richtung noch in die andere. Im Gegenteil, die Ungarn haben gestern zum Beispiel 8 Österreicher ausgeflogen und zuvor war es, glaube ich, die deutsche Luftwaffe, die Österreicher mitgenommen hat aus Afghanistan. Ich glaube, bei dieser ganzen aufgeschaukelten Situation, die wir momentan vorfinden, und diese Demonstration zeigt ja, wie haarig das momentan wirklich ist, also nicht nur für uns Österreich als das Land, sondern vor allem für die Koalition. Ich meine, ich frage wirklich, wie lange das noch dauern wird. Spricht man in der Koalition eigentlich kurz mit Herrn Kogler? Du, Werner, wie lange können wir das so machen, wie wir es derzeit handhaben? Oder sagen die Grünen wirklich einmal, hier ist unsere rote Linie, wenn diese rote Linie überschritten wird, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Koalition platzen zu lassen.